Hey KAC fans, thanks for tuning in. Enjoy the game today. Should be a tight one. We're looking for the best. Stay tuned with Yoshi and Mark coming up. Ja, danke schön an unseren Topscorer Nick Peterson mit aktuell 43 Punkten. Ist er das nämlich? Und damit sagen wir willkommen hier in der Stadthalle in Klagenfurt zu einem dieser großen Spiele, auf die wir so lange gewartet haben. Es ist mit der Tabellenführer und Dominator. Die Bozener Füchse hier in die Stadthalle zum KAC kommen zum direkten Verfolger. Das sind die Spiele mit viel Emotion, mit viel Leidenschaft. Und dann braucht es natürlich auch einen Experten, der all diese Parameter auch erfüllt. Und neben mir mit einem wunderschönen Sakko steht Marc Brabant. Servus Joshi. Schönen guten Abend zu Hause. Und Joshi, du hast recht, ich bin richtig heiß auf dieses Spiel heute. Ihr habt das in der Vorbereitung gemerkt. Also Marc ist on fire. Um in der Westernsprache ein bisschen was zu sagen, hi nun, könnte man sagen, Marc, wenn Bozen, eine Mannschaft mit enorm viel Klasse, mit viel Talent, da in die Stadthalle kommt, das wird da ordentlicher Brocken Arbeit. Ja, auf alle Fälle und in der Tat eine sehr, sehr gute Mannschaft, völlig zu Recht auf Platz 1, hat in 34 von 42 Saisonspielen heuer gepunktet, Winning Percentage von 69%, der beste Wert überhaupt in der Ligageschichte von Bozen. Und HCP Südtirol kann auch Big Ground mittlerweile saisonübergreifend 9 Spiele hintereinander, also in Folge, gewonnen in der Big Ground. Also Bozen hat da sehr, sehr starke Mannschaft mit einem sehr starken und tiefen Kader. Also es wird eine große Herausforderung für den KAC heute. Das große Thema in Klagenfurt oder für die KAC-Fans war natürlich in dieser Woche der Ausfall, der bittere Ausfall von Paul Postmann. Man muss sagen, Marc, das war für uns alle wie ein Morgenstrudel, wenn man auf Kärntnerisch das Ganze bezeichnen müsste. Der wird uns sehr, sehr fehlen. Marc, was bedeutet das jetzt für den KAC? Ja, es ist passiert am letzten Dienstag, wer es noch nicht mitbekommen hat, aber ich glaube sehr wohl, hat sich Paul Postmann verletzt, wird längerfristig ausfallen. Natürlich ein Schlag ins Gesicht, er wird fehlen, brauchen wir gar nichts reden, mit seinen individuellen Fähigkeiten, die er quasi aufs Eis bringt, mit seiner Präsenz, die er am Eis hat, auch in der Kabine und auch natürlich mit seinen Fähigkeiten, speziell im Überzahlspiel. Und dieses Powerplay von Marc angesprochen, wollen wir gerne noch einmal auch mit Bildern zeigen. Diese Stärke und diese Präsenz von Paul Postmann hier an einem Beispiel Powerplay-Treffer gegen Salzburg. Ja, die Position, die er bekleidet hat, das ist der sogenannte Point im Überzahlspiel. Oben, der verteilt diese Spitze auf der blauen Linie. Der Koch bedient auf der Halfwall, beziehungsweise auch auf der anderen Seite. Peterson bedienen kann, beide können Direktschuss abfeuern. Aber auch Paul Postmann bringt sich immer wieder in Position für den Direktschuss, nämlich als Rechtsschütze. Kann er hier den Schuss ansetzen und das ist ein Dreieck da oben mit Peterson, Koch, Postmann, was perfekt funktioniert hat. Hier sehen wir noch einmal, hier reißt er auf für den Direktschuss. Also das ist natürlich eine Waffe, die jetzt fehlt. Wenn man jetzt Paul Postmann nur auf das Powerplay und auf seine Torgefahr ja, reduzieren würde, würde man einen Fehler machen. Wir haben unsere Statistikabteilung darum gebeten, auch einmal Daten und Fakten rauszukramen, Marc. Und das ist beeindruckend wirklich, was er neben seiner Powerplay-Qualität noch für Qualitäten hat. Und die schauen wir uns jetzt gerne mal an, Marc. Ja, nicht nur in Bildern beeindruckend, sondern auch in Zahlen. Alles KAC-interne Rankings und wir sehen da links das Kaufzählungszeichen, sondern das sind jeweils seine Positionen. Fangen wir ganz oben an. 20 Spiele, 22 Punkte, 8 Tore, 14 Assists als Verteidiger. Aber nicht nur das, sondern erster Platz beim Time on Ice, also 20 Minuten und 21 Sekunden, jetzt habe ich es rausbekommen, pro Spiel am Eis, auch erster bei den Scorerpunkten auf 60 Minuten, Time on Ice gerechnet, 3,24, erster bei den angekommenen Pässen und auch erster, das spricht für mich immer ein bisschen für die Charakterstärke eines Spielers, der nicht nur nach vorne agiert, sondern auch sich nicht so schade ist, um Schüsse zu blocken, also auch da Nummer 1 beim KAC. Bei den geblockten Schüssen nämlich 4,4 im Schnitt pro 60 Minuten Eiszeit. Also sehr beeindruckende Zahlen, die jetzt leider derzeit aktuell dem KAC fehlen. Also ganz schmerzlich und wir wünschen natürlich an dieser Stelle dem Marc
den Paul Postma natürlich, den mag dir nicht, du bist ja Gott sei Dank gesund. Den Paul Postma, a quick recovery and hopefully we'll see you soon back on the ice. Also hoffentlich wieder bald zurück. Wir haben ganz exklusiven Inhalt für Sie. Sie kennen sicher ja mit Ihren Freunden WhatsApp-Gruppen. Ich mit dem Markane, die hast eine Nudler, glaube ich, ja? Ist unsere Gruppe. Und natürlich hat auch der KAC selber, die Mannschaft, eine WhatsApp-Gruppe. Und da war Folgendes, das ist ganz exklusiv, normalerweise solche Daten, und das geht nie nach außen. Außer, wenn man einen guten Draht hat. Und das ganze WhatsApp, diesen Chatverlauf war, ich glaube, Marc, direkt oder ein paar Sekunden nach Spielende, und zwar vom Spiel und dem Sieg in Salzburg. Schauen Sie mal, und das ist wirklich beeindruckend. Ja, die Mannschaft war noch nicht einmal vom Eis runter, hat Paul Postma der Mannschaft schon zu diesem großartigen Sieg, 5-2-Sieg am Freitag in Salzburg, gratuliert. Huge win, boys, great job. David Fischer legt gleich nach, und auch Dennis Sticher, der ja verletzt nicht dabei war, hat hier gepostet. Wir haben die Freigabe natürlich bekommen von der Mannschaft, um das hier zeigen zu dürfen. Was wir damit sagen wollen ist, der Team Spirit ist großartig in der Mannschaft, da halten wirklich alle zusammen, die Stimmung ist sehr gut. Der Ausfall von Paul Postma ist schlimm, ja, aber so hart ist es im Sport. Es muss auch ohne Paul Postma weitergehen, und das ist, hat in Salzburg schon sehr gut funktioniert. Und ja, die Jungs haben sich sehr gefreut, sind vom Eis gekommen und haben schon die ersten drei Gratulationen auf ihrem Handy gehabt. Aber wie kommen, Marc, und die Zahlen waren ja beeindruckend, die wir gesehen haben von Paul Postma. Wie kann eine Mannschaft, wie kann der KAC diesen Ausfall kompensieren? Wer kann es machen? Ja, ich glaube, es kann keine einzelne Person sein, die das auffangen kann, sondern es muss das Kollektiv sein, die diese ganzen Daten, diesen ganzen Einsatz von Paul Postma im Kollektiv aufhängt. Stellvertretend, aber trotzdem. Letzten Freitag Clemens Unterweger, der die Rolle am Freitag dieses spielgestaltenden Verteidigers irgendwie eingenommen hat. Können wir auch mit Zahlen unterlegen. Clemens hat das erste Tor, KC-Tor eingeleitet am Freitag. Er hat bei zwei KC-Toren am Freitag assistiert, und er hat mit 32 kompletten Pässen die meisten Pässe aller KC-Spieler am Freitag gespielt. Also da werden Räume frei. Die muss das Kollektiv auffüllen. Clemens Unterweger jetzt im Spiel. Und sicherlich kommt da große Verantwortung auf Blasch Gregorz zu, der die Rolle im Überzahlspiel einnehmen wird. Und der hat sich ganz am Anfang ja schon eingenommen, bevor Paul Postma gekommen ist. Und Hannes Biedermann hat ihn genau dazu befragt, über seine neue Rolle. Yeah, it's true, I was injured for 3 weeks. I was out and then I came back. Yeah, we were in a winning streak. But yeah, I was still playing and now Paul got injured, so I went to his spot now, so yeah, I feel really good. I think we're in good shape, especially you can see the third period, it's working for us, so we just need to keep on going like this. You mentioned Paul Postma already, of course a key player in our defense, so you have now taken his spot. What does it need to fill this big spot? Yeah, I played like this spot in the beginning of season before I got injured, so I know it's a big role. On power play, especially. So you just need to feed in and move the puck. It's like it's a big responsibility, but I like it. Today we play HCB Südtirol, the team that dominated the league this year. We've beaten them twice already in overtime, lost twice in regulation. What's the path to beating them for a third time this year? Just like the last game, but the third period, when we work hard, we skate hard, that's our game, that's our mentality. Good defense, and then we go from there. The chance will come, we need just use them. But yeah, the first and the main thing is defense, to play good, tight. And yeah, everything will be fine if we do our job, if we do what the coaches tell us, and then we will be fine for sure. Also kurz zusammengefasst, was er gesagt hat. 3 Wochen war er verletzt, ist dann ja zurückgekommen, aber Paul Postma dann auch da. Und als Lösungsansatz für alles hat er gemeint, man muss nur so spielen wie im dritten Drittel gegen Salzburg. Dann ist alles gut. Auf Bozen angesprochen, noch kurz, work hard, skate hard zum einen als Erfolgsrezept, ist natürlich auch nicht schlecht. Und über diese Defense first, das ist auch ein bisschen die Mentalität vom KAC dann auch widerspiegelt. Ja, und
die neue Rolle, Marc. Du musst da reinschlüpfen, oder? Lars Gregorz. Ja, auf alle Fälle. Er hat große Verantwortung jetzt. Aber diese Rolle auf der blauen Linie hat er ja schon Anfang der Saison eingenommen. Also er hat auch die Erfahrung, dass er hier perfekt spielen kann. Er muss halt die Rolle da oben ein bisschen anders oder diese Position da oben anders interpretieren. Er ist ja Linksschütze, nicht Rechtsschütze wie Postma. Aber ich glaube, das funktioniert auch als Lefty, als Linksschütze. Und er hat ja heuer noch nicht getroffen und ich lege mich jetzt fest, heute trifft er. Sag mal, sehr gut. Endlich einmal, das ist mal konkret. Da pfeife ich mich gar nichts. Ich liebe deine Statistiken und wenn du mal ganz weit rauslehnst, na, schauen wir mal. Marc, wir kommen zu Bozen und kann man das irgendwie in ein Stärken-Schwächen-Profil irgendwie analysieren aus deiner Seite? Hat die Mannschaft überhaupt Schwächen? wenige. Ich möchte so sagen, man muss Respekt haben vor Bozen, aber man braucht keine Angst zu haben vor Bozen, kochen auch nur mit Wasser. Sie haben viele Stärken, das beste Powerplay aktuell in der Liga, einen sehr starken Torhüter, einen sehr starken Kader mit 4 ausgeglichenen Linien, die haben einen tollen Lauf. Aber man kann sie ein bisschen knacken oder ein paar Schwächen, Kleinigkeiten haben sie. Das ist einmal das Unterzahlspiel, da sind sie nur an 10. Position, also an vorletzter Stelle im gesamten Liga-Ranking. Und Bozen bekommt Probleme, wenn sie frühzeitig unter Druck gesetzt werden, im Aufbau schon. Das hat Vienna Capitals jetzt beim letzten Spiel gegen Bozen gezeigt, dass man so erfolgreich sein kann. Auch Dornbirn mit ihrem offensiven Spiel hat Bozen sehr oft geärgert, auch einmal gewinnen können, sogar noch 60 Minuten. Das heißt, das wird das Rezept aus meiner Sicht heute sein. Mit einem sehr laufintensiven Spiel versuchen die Verteidiger und Bozen an sich bereits im Angriffsdrittel früh unter Druck zu setzen. Ich hoffe, Hans, Marc, dass die Mannschaft so on fire ist. Ja, los geht's. Und für Sie zu Hause bitte alles einmal herrichten. Auf der Couch oder wo immer Sie jetzt Hockey schauen, gemütlich machen, alles in Griffnähe haben. Ja, nicht aufstehen müssen. Nur unter einer Bedingung, wenn der KAC scoret, dann dürfen Sie jubeln, schreien, was auch immer. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Unterbrechung. So, und die schauen hinunter auf den KAC. Wir hatten Tonprobleme, Marc. Wir sagen Entschuldigung vielmals von unserem Vorlauf. Wir hoffen, liebe Fans zu Hause, erstens einmal, die verzeiht uns das. Und zum anderen, wir waren so lustig im Vorlauf, Marc. Shot. Und Shot. Beste Leistung. Beste Saisonleistung. Und damit schauen wir auf das Line-Up, Marc, vom KAC für heute. Unverändert, gleich vorweg, unverändert zum Line-Up gegen Salzburg. Am Freitag Bischofberger 100 Pfund mit Samuel Witting, weiterhin Obersteiner zu den Geier-Brüdern. Blasch Gregorz rückt auf und ist jetzt in der zweiten Linie mit Clemens Unterweger, Sebastian Dahm im Tor. Wahnsinn, Marc, wie du on fire bist und damit der Blick hinüber nach Südtirol zum HC Bozen, die Foxes. Ja, ein paar Veränderungen. Halmer spielt mit Catenacci und Insam, weil Badaro gesperrt ist. 2 Spiele, heute das erste Spiel von 2. Die Einserlinie Daniel Frank, Finlay, Gaisley unverändert und Irving im Tor. Und im Hintergrund hören Sie schon die Starting Six beider Teams. Vorne die Schiedsrichter, Hauptschiedsrichter Notch und Renz aus Ungarn. Beide leiteten jeweils 3-mal heuer ein Spiel mit KAC-Beteiligung. Insgesamt hat der KAC 19-mal verschiedene Schiedsrichter gehabt. Und Renz ist der Einzige, der noch nie bei einem KAC-Sieg mit dabei war. Ich würde sagen, heute ist einmal der richtige Tag dafür. Also das sind, Marc, diese tollen Spiele, diese, die wirklich das Hockeyherz so schnell schlagen lassen. Wir sehen noch an den Linien Christoph Bierntaler und Jaka Skons. Eben,
diese tollen Spiele. Petri Matikainen, der Head Coach. Und natürlich hat ihm der Ausfall von Paul Postma richtig wehgetan. Als Analyse vom Salzburg-Filter gemeint, wir wollen uns nicht mehr so überraschen lassen in diesem ersten Drittel und in diesem zweiten Drittel, aber das dritte hat ihm gefallen. Und sein Gegenüber Greg Ireland, seitdem er an der Kommandobrücke ist, 44 seiner 61 Spiele gewonnen, 72,1 Winning Percentage. Das ist ein richtiger Stempel, den er der Mannschaft aufgedrückt hat. Alles ist bereit, alles ist ready to rock. Erster gegen Zweiter. Wahnsinn, ein bisschen Gänsehaut habe ich schon. Und damit nochmal liebe Grüße an euch zu Hause. Schickt uns wieder Fragen für unser Social Media. Päuschen in der zweiten Drittelpause, Fragen, was auch immer, Grüße. Habt ein bisschen Teil an unserer Sendung und nochmals hier, das ist Entschuldigung für die Tonprobleme im Vorlauf. Alle Witze werden nochmal nacherzählt. Aber du hast keinen einzigen gemacht. Stimmt, das weiß ich keiner.